Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zum. Kennst du? Ja, Ether kenne ich, ne? So. Kenne ich, aber ich habe keine Mutter. Wollte ich unbedingt machen. Mein Handy war an. Ich mach's mal aus. Und meins ist auch an, aber meine Uhr startet noch nicht. Ich hab jetzt eine Uhr mit OBS. Ja, ich nehme ja immer noch mit Flaps auf, ne? Also, aber ich kann dir ja die Uhrzeit sagen. Ja, ich frage aber nicht immer nach. Aber ich kann dir das auch sagen. Viele, viele wundern sich jetzt bestimmt, warum hier so schöne Kistchen stehen mit Ether-Kram. Ich frag mich gerade, ob das laggt. Nein, bei mir laggt es nicht. Nö, 95 FPS, easy. Da dran, ja. Dass ja. Uns die Ether-Welt abhanden gekommen ist. Nicht abhanden, also wir hätten genug Kisten gehabt dann, sagen wir mal so. Ja, genau. auf meiner Website, oh, ich weiß nicht, ob auf deiner auch einen Screenshot findet, auf meiner Website werdet ihr einen Screenshot finden. Ich kann einen posten, ja. Genau, den wird, der Link ist auch in der Infobeschreibung. In der Infobeschreibung? Das habe ich noch nie gehört. Ja, Info. Was ist das denn? Infobeschreibung. Kennst du? Aber wirklich, also, es ist wirklich ein Blick wert. Ja, es sah lustig aus. Das sah sehr, sehr interessant aus. Joa. Okay, ich nehme mal eine Holy Stone. Ich kann mal, warte mal. Das mache ich gerade mal. Ich blende ihn jetzt einfach mal ein. Na, du kannst das ja, ich nicht. Ich blende ihn jetzt einfach mal ein. Doch, ich kann das auch. So, ihr seht ihn jetzt hier auf diesem. Moment, ich bin noch nicht mal so weit. Moment, so, ihr seht diesen Screenshot. Genau. Ein Moment. Jetzt. Ich muss mal eben hier. Und weg. So, ich geh mal ein bisschen in den Ether. Geh mal in den Ether, ich zeige das jetzt mal. Genau. Du brauchst ja immer was länger, ich bin ja schon lange fertig. Mit zeigen. What the holy, ich geh zurück. Einen ganz kleinen Moment. Holy fucking shit, ich geh raus aus dem Ether. Ich hab das gleich. Wir werden von Vögeln im Äther belagert. Das ist doch Blasphemie. Nein, das ist Realität. So, okay, jetzt blende ich das hier mal gerade ein. So sah der Äther aus. Genau. Überall also Kisten. Sehr interessantes Bild. Auf jeden Fall. So, Ticket wieder eingeblendet. Ach Quatsch, Ticket. Das heißt nur Ticket hier bei meiner Aufnahme. Ich das immer noch so. Ich musste das mal umbenennen. Okay. Aber alles zu seiner Zeit. Genau. Ja, ich würde sagen, wir leeren die Kisten einfach mal. Ich würde sagen, wir. Und wir müssen oben einfach ein neues Haus aufbauen. Denn. Warte mal. Geh nur nicht im Nether. Ich sehe dich nicht. Okay, ah, jetzt. Ne, ah, jetzt hätte ich dich gesehen. Egal. Lol. So. Okay. Wir können nämlich noch nicht in den Nether gehen. Weil wir uns jetzt ausrüsten müssen. Richtig. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ey, jetzt gib mir mal eine Waffe. Und bauen oben einfach mal Kisten auf, würde ich sagen, oder? Gib mir mal eine Waffe, weil ansonsten sind wir da oben echt am Arsch. Weil ich nehme einfach mein Diamantschwert mit, das passt schon irgendwie. Ja, ich brauche. Ah, das mit dem. Ich habe hier noch eins. Hast du schon dein Inventar voll? Yes. Ich brauche aber sowieso noch Kisten, deswegen die bastel ich jetzt gerade mal. Ja, nee, hier haben wir doch genug Kisten. Leer gerade den Rest der Kisten und die können wir noch mitnehmen. Ich habe noch Platz im Inventar. So, ich habe 8 Kisten. Wofür brauchen wir so viele Kisten? Ja, Kisten sind Kisten. Wir hatten letztens genug. Hast du Schaufeln und so? Ich habe eine Schaufel, okay. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich noch ein Diamantschwert. Ich glaube, das. Kann ich nicht sagen. Egal. Ich glaube aber eigentlich, ich hatte nicht zu viel gecheatet. Ich habe keine Schaufel, aber egal. Hast du ein Diamantschwert? Ja, ne? Ja, Diamantschwert. Ich glaube, das hatte ich zu viel gecheatet. Ja, ist doch egal. I'm so sorry. Ja, wir sind böse Cheater. So weg ist es. Ja, dann bauen wir uns da oben ein bisschen neu auf, würde ich jetzt sagen, ne? Die Stars. Die Stars. Was ist da los? Okay, wir müssen erstmal alle Vögel killen. Guck mal, können wir hier unten so ein bisschen reingehen? Weil hier unten können wir auch in den Berg rein. Holy fucking. Wir hätten vielleicht schlafen sollen, wie wäre es damit ich gewesen? Ich bin gleich erstmal schön tot. Schlafen? Kill gerade ein paar Vögel. Fips hat sich im Server eingeloggt. Fips, lol. Das ist ein Server, das ist nicht dein Server. So, ich versuche mal mit dieser Schwammigen. Das passiert, Ansicht, wenn man Leuten Zugriff auf seinen Server gibt, ne? Ja, egal. Also ignoriert den Server einfach, das ist. Unser lieber kleiner Mitspieler Fips, der Redstone-Zögerer, wie wir ihn so schön genannt haben. Ja, ja, ich habe nur noch ein Herz und wir sollten schlafen gehen, das würde... Wir gehen zurück in die normale Welt und schlafen erstmal, warte mal. Genau, ansonsten haben wir echt ein Problem. Bist du da? Ja, ich bin schon lange da, ich lieg schon im Bett. Okay. Ich schlaf schon. Jetzt nicht mehr? Was geht? Achso, jetzt braucht nur einer schlafen, ist mir ja entfallen. Wenn einer im Äther ist, braucht nur einer schlafen unten. Okay, gut. Also nicht so wie im Äther, dass im Äther die Betten explodieren. Ja, richtig, genau. Gut. Also man kann im Äther auch Betten aufstellen, aber sie bringen ja nichts. Man kann sie nicht reinlegen. Stimmt. So, guck mal hier unten. Wenn wir hier runtergehen, bauen wir uns hier so ein kleines Haus auf mit so Überhang, die Stars, weil hier können wir noch so schön rein und hier finden wir bestimmt auch irgendwie Zanit oder sowas.
Können wir nicht machen. Ja, können wir machen. Das ist keine schlechte Idee. Guck mal, hier haben wir schon die ersten Ressourcen gefunden. Diese gelben... das ist immer gut. War das Ambrose? Nee. Ambrosium. Wie hieß Ambrosium, genau. Irgendwas mit A war das doch. Irgendwas mit A. Der Vögel. Vögel besorg killen. Mal diese... Kannst du Skyroot Logs besorgen? Also... Das, wenn du sagst, was das ist, gerne. Na, einfach normale Ätherbäume halt. Achso, ja klar, kein Problem. Wir haben hier sogar Überhänge und sogar Kängurus. Und in der nächsten Folge, das ist mir... Das haben wir vergessen. Wir müssen noch ein Texture Pack installieren. Stimmt. Gab es eigentlich das Quantum Nova Texture Pack? Nee, gab's nicht. Ja gut, dann nehmen wir Sfax oder wobei, so. Wobei, im Moment geht's ja eigentlich. Also ich finde das so an sich gar nicht mal so. Ja, schwierig. Es ist nicht so hässlich, aber trotzdem, ich spiele über ein Texture Pack. Ich glaube, ich nehme dann Sfax oder so. Hast du eine Schaufel? Ja, das habe ich. Ich habe eine Diamantschaufel. Der Fuck. Der Lol. Fuck. Lol. Der Fuck. Wow. Ich werde hier weggepustet. Wagen, das ist lustig. Ich baue hier mal so langsam alles aus. Deine Items liegen noch hier, ne? Ja, sammel die mal ein. Ne, solange sie nicht despawnen, alles gut. Alter, das ist eine angriffslustige Wolke. He wants me to die. Kann ich sie, angreifen? Eigentlich schon, ne? Tendenziell ja, wenn sie nah genug dran ist. Jetzt ist sie weg. Alter, jetzt fliegt die da über den Zug, Junge. Wer hat diese Wolken programmiert? Der Typ gehört in die Klapse. Arschloch. Penner, Wichser. Oh. Der Typ gehört in die... Okay, ich packe hier erstmal meine Sachen rein. Alter! Oh, ich hab Alter. Diese Wolke, what ne? The holy crapping. So, sie ist tot. Oh, Halleluja. So, hier haben wir ein paar Wolken. Jetzt kommt die nächste. Ich denke, ja. Wir brauchen unbedingt ein Dach demnächst. Ja, gib mir mal eine Schaufel und eine Spitzhacke, bitte. Schaufel können... Nee, warte mal, das ist meine Spitzhacke, die brauche ich noch. Die Schaufel kann ich dir geben und, naja, hier so nur ein paar Holystones. Nee, jetzt hast du die Schaufel nicht. Ich brauche mal eine Axt. Ja, hast du doch. Das ist ein Spitzhacken. Ach so. sag das doch. Hab ich doch. Ah, hier sind noch Skyroot. Ich mach mal eine Crafting Bench, warte. Jo, mach da mal und ich pack hier mal die ins. Weg. Weil dann geh ich mal ein paar Büsche besorgen. Gehen wir weg da. Danke. Und dann, haben wir Holystone? Ja, haben wir. Dann baue ich dir hier eine Axt. Irgendwo da drin. Wie viele brauchst du denn? Eine reicht. Dann holt sich ein bisschen was ab. Ist das wirklich so schlau, hier unten zu bauen? Oder nimm dir mal eine Holz, weil die machen ja gleich zwei Items pro Ding. Echt? Ja gut, dann die verdoppeln das. Alles. Ja, dann nimm davon einfach zwei. Hier. Ja, serious. So. Geh zurück. I am. Mein... Ich hab mich gerne ein paar Büsche besorgen. Ach, du hast die ganzen Holystone mitgenommen. Du bist cool. Hab ich nicht? Doch, du hast. Nein, ich hab keinen einzigen Holy. Du hast den in die Kiste schon gelegt. Also. Alter. Fucking. Wolken. Fucking Noobs. Viecher. Ich hoffe, ich bin laut genug diesmal. Ja, ja, diesmal. Aber eigentlich theoretisch. Sollte ich sein. Diese Wolken gehen mir ja mal sowas von gegen den Strich. Aber. Hallo. So, ich baue mal das gelbe Zeug ab. Auch Ambrosium genannt. So. Übelst auf die Nerven. Ich sehe gerade, Diamantzeug bringt dem Äther ja doch irgendwie was. Ha, sie ist tot. Sie ist tot. Ich habe sie getotet. Getotet. Oh, wir haben sogar eine Nachbarinsel. Steinigt. Steinigt. Nein, geaxt habe ich sie. Da unten Zanit. Ja, da ist Zanit. Da gehen wir dann gleich mal runter. Ist noch eine. Ist auch getotet. Ich glaube, das sollte von der Größe her eigentlich reichen. Dann bauen wir uns nämlich hier ein schnickes Doppelstockhaus oder ein Dreifachstockhaus oder ein Vierfachstockhaus. Ein Quatschstockhaus. Ich will eins mit Keller. Ein Quatschstockhaus, das ist ein... Toll. Ein Quatschstockhaus. Mhm. Quatschstockhaus. Google ja. Watchdog, nein. Ubisoft Watchdog. Ubisoft Watchdog. Aber irgendwie könnte Google, das echt... Google Watchdog wäre ein bisschen beunruhigend. Aber das könnte man echt irgendwie mit Google so assoziieren, ne, Watchdogs. Ich meine, ja, es würde passen. Es würde passen. Tendenziell. Tendenziell. Rein theoretisch. Und rein praktisch leider ebenfalls. Ja, irgendwie schon. Was genau machst du hier? Traurige Story. Ich baue hier ein Haus erstmal mit Umrandung. Warum aus Holz? Das ist nur die unterste Etage. Ja, aber warum machst du die aus dem? Wenn du das craftest, kriegst du viel davon, du Depp. Ja, aber das sieht doch geiler aus, oder? Nein. Nicht? Das sieht scheiße aus in diesem Texture Pack. Ja, in diesem Texture Pack. Ja. Lass uns mal das andere Texture Pack abwarten. Alter. Okay, okay. Ich baue so ein Teil so, weißt du? Ja. Und dann mach, aber mach irgendwas. Aua. Ich würde sagen, sie ist tot.
Alter. Game Rule. Game Rule. Bitte? Duo Mob Spawning. Nein, Alter. Balls. Was soll das? Während wir hier aufbauen, wird die. Okay. Die dann hättest du doch einfach Difficulty 0 machen können, ne? Drauf geschissen. Drauf geschissen. Was ist denn das für ein komischer Bau? Was ist das denn? Nein, ernsthaft, was ist das? Was? White Apple. Ach, White Apple. Das hättest du doch schon mal gefunden, oder? War das. Oder nee, war das Fips? Okay. Ja, weiße Äpfel irgendwie, keine Ahnung. Mein Handy will was von mir. Nope, not yet. Not yet. Not yet, Cellphone. So. Nein, es wollte ein Alarm. Dieser Baum hier geht mir jetzt schon auf den Sack, weil er. Oh nö. Oh nö. Was? Das ist sehr viel Holz drin. Und die sind noch verdrahteter als diese scheiß Vanilla-verdrahteten Bäume. Ja, ich hab ja auch so einen schönen verdrahteten Baum. Mag das auch nicht, wenn die so verdrahtet sind. Verdrahtet. Verbaumt. 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 Aber man kann sich ja mit Ether Dirt einbauen. Könnte man. Baum, in die Baummaterie. So, ist das denn hier 3 hoch? Nö. Aber wir bauen das Portal einfach einen höher. Wie wär's denn damit? Wieso willst du das Portal einen höher bauen? Komma, weil. Dann bauen wir hier einen Keller runter. Ich kann gerade nicht gucken. Und auf Höhe des Portals können wir dann einen Eingang machen, sozusagen. Einen Eingang. Moment. Komm mal kurz aus dem Baum raus. Also in der zweiten Etage im Prinzip, oder in der ersten Etage kommt dann da der jetzt. Eingang hin. Zeig ich mal her. Ja. Hier kommt der Eingang hin, hier kommt eine Etage drüber und hier kommt dann der Keller. Gute Idee. Also bauen wir hier noch einen tiefer. Eine Mine mit drin. Sehr schön. Bauen wir hier noch einen tiefer. Pass auf, dass du mir nicht aus der Welt fällst. Nö, hier ist ja easy, aber da vorne wird's kritisch. Oh, da drüben, was machen nochmal die Grünen? Die grünen Wolken. Die, ich glaube, die schleudern nicht so raus in verschiedene Richtungen. Nein, das machen die lila Wolken, oder? Nee, die lila Wolken waren noch was anderes. Ich glaube, die grünen waren das mit dem Rauschleudern. Ich frage mich, wie man lila und grüne Wolken einsammeln kann, wenn die sich selbst wegschleudern. Naja. Wenn du dich nah dran baust. Aber die hängen ja eh teilweise so hoch, dass du fast nicht drankommst. Wir haben direkt lilane und grüne Wolken vor der Haustür. That's good. Das Ding hier erinnert mich irgendwie an die, wow, Spawn Area vom ersten Mal. Das sieht irgendwie fast genauso aus. Keine Ahnung, ich hoffe, der ist. Das kann auch sein, dass der Ether genauso generiert wird von dem Seed her. Der Ether ist genauso generiert von dem Seed her. Das hier ist die erste Spawn-Ebene. Bin nämlich mal aus Versehen durch dieses Portal am Anfang gegangen und das sah genauso aus wie hier. Irgendwie schon, ne? Also tendenziell ist es die erste Spawn-Ebene. That's pretty nice. Aber das Portal steht mal hier unten. Das ist neu. So, also du willst jetzt hier unten. Okay. Ich gehe unten jetzt einen tiefer noch. Damit wir hier wenigstens eine 3 hohe Decke haben, weil das wäre ja schon quite ja, nice, ne? Ja, sehr schön. Und ich mache alles aus Stein. Alles. Ein Steinhaus. Naja, gut, vielleicht auch ein bisschen aus Quarz. Quarz? Das wäre eigentlich auch ganz geil. So der Quarz-Fußboden wäre da eigentlich Hammer. Okay, ich fang mal oben an zu farmen. Wir lassen mal den Fußboden noch. Ich fange mal oben an zu fangen. Ja, genau. Und ich gehe dann in den Äther und hole dann noch ein bisschen Quarz, damit wir den Fußboden aus Quarz machen können. Haben wir noch genug Berry, Busch? Nee. Nee, musst du welche suchen. Musst du welche suchen. Ich hab doch eben welche gefunden. Also ich werde noch ein. Ich lasse es mal hier jetzt noch so. Und der Boden, da weiß ich ja dann, wie das wird. Huch. So, wie war das? Den Boden musst du mit Ambrosium ausfüttern und dann wachsen sie irgendwie schneller, oder? War das nicht so? Das kann sein. Bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Also der Boden kommt aus Quarz. Da muss ich aber. Wir machen eine Folgenpause hier. Wir haben 14 Minuten. 14 jo. Minuten 12. Und dann hole ich mir ein Texture Pack. Oh, oh, hier fällt mir aber leicht runter. Ja, muss auch passen. Ich muss ja noch ein bisschen was drumherum machen, würde ich sagen. Hole ich mein Texture Pack. Und Adrian, ich nehme mal, wenn wir dasselbe nehmen, das wäre ganz gut. Ich glaube, ja, Sphex ist eigentlich praktisch, oder? Ja, nehmen wir das. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Genau, tschüss die Müsli und bye bye.